als ich da in diesem Raum war und so viel Liebe wahrnehmen konnte. Also die Liebe war wie die Luft, die man einatmet. Die war allgegenwärtig. Goethe hat ja auch mal gesagt, Liebe ist es, was die Welt im Inneren zusammenhält. Und genau das habe ich gespürt. Und irgendwie kam dann von innen so dieser Wunsch, das doch auch mal nochmal auszuprobieren in diesem Setting. Und was ich da erlebt habe, das hat mein Leben komplett auf links gedreht, komplett verändert. Ich bin sowas von in den Frieden gekommen. Das war unglaublich. Ja, wir haben eine Meditation, die ins Einheitsbewusstsein führt, sodass wir den Teilnehmern auch zeigen, nicht nur durch Psychedelika kommt man dahin, ja, sondern eigentlich durch die Beherrschung und Ausrichtung deines Geistes. Ja, und dass es da ein paar Tricks gibt. Was wir möchten einen sicheren Raum schaffen, frei von Urteil, frei von Scham, wo jeder einfach loslassen kann. Und darum geht es eigentlich hauptsächlich. Ja. Ja. Durch die Ängste durchzugehen, sich nicht dafür zu schämen, loslassen zu können und im besten Fall sich gegenseitig noch zu stützen. Das ist, was wir auch immer wieder erleben. Statt so viel Energie und möglicherweise auch Geld und vor allem Zeit zu verschwenden, das im Außen zu suchen, lohnt sich mal die Schau nach innen, weil da ist alles, was du brauchst. Genau. Und dann kommen wir in die Verbundenheit mit uns selbst und mit allen um uns herum und mit allem um uns herum, weil nämlich alles verbunden ist und das hat die Quantenphysik schon längst bewiesen. Wir sind eine Menschheitsfamilie, Hand in Hand um die Welt, weil wir viele sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mut und Frieden. Mein Name ist Simon Gabriel. Mit mir durch die Sendung führt auch heute der wundervolle Ben Frieden. Unser Thema heute ist Heilung durch Psychedelika-Therapie. Und zu diesem spannenden Thema haben wir uns zwei sehr interessante Gäste eingeladen. Zum einen die Isabel Rössle, Psychedelika-Therapeutin, und den Christian Fodi. Du bist Gründer von Neo Retreats. Und ja, gleich die erste Frage an euch. Was sind eure ersten Berührungspunkte? Was waren eure ersten Berührungspunkte mit Psychedelika? Und wie ist es gekommen bei dir, Isabel, dass du dann Therapeutin geworden bist in diesem Zusammenhang? Und wie hat es sich ergeben, Christian, dass ihr dann Neo Retreats gegründet habt? Ja, ich hatte das Glück, dass ich mit 14 nach Holland gezogen bin, mit meiner Familie. Und ich habe mir einen Freundeskreis ausgesucht, der ein bisschen ja, offener, weitgeistiger war. Und ich wohnte wirklich um die Ecke, also 5 Minuten von Holland entfernt. Und irgendwann landeten wir in den Coffeeshops und haben ein bisschen gestöbert, was es da so gibt. Ja, und so kam es, dass ich dann mit 15 die ersten Erfahrungen mit Pilzen gemacht habe. Und ich hatte wirklich großes Glück, weil man weiß ja noch nicht, was da auf einen zukommt. Und das Setting, wie wir jetzt alle wissen, ist sehr wichtig. Aber wir haben es irgendwie intuitiv richtig gemacht. Wir sind in die Natur. Und wir haben uns alle ganz gut verstanden untereinander und ich habe wundervolle Erfahrungen gemacht. Ja? Und war auch interessanterweise gar nicht so überrascht, weil ich als Kind schon übersinnliche Erfahrungen gemacht habe. Ich habe meinen Körper manchmal verlassen, ich bin durch die Gegend geflogen und habe mir im Traum das Schuhebinden beigebracht oder das Flechten. Ich habe diese Erfahrungen, obwohl ich so jung war, sehr gut verkraftet und sehr genossen und habe gemerkt, dass es mehr gibt da draußen, als uns erzählt wird und dass es auch mehr hier drinnen gibt. Und ich habe mich sehr befreit gefühlt danach. So, und ich habe mit 16 angefangen zu meditieren. Mein Vater ist Psychologe und als ich meine erste kleine Depression hatte mit 16, da gab er mir ein Meditationsbuch oder meine Mutter war es, ich weiß es nicht mehr. Sie ist auch Also es ist eine grandiose Hobbypsychologin, meine Mutter. Und dann habe ich gemerkt, dass sich mein Selbst ausgedehnt hat und dass ich in den Frieden gekommen bin durch die Meditation. Und dass ich alles nicht so ernst nehmen muss, was in der Matrix so passiert. Und ich glaube, dass das die beste Vorbereitung für das eigentliche Erlebnis war, das mich dann auch bewogen hat, diese Arbeit zu machen. Und zwar mit Anfang 20, basierend auf einem posttraumatischen Belastungssyndrom. Also ich hatte Todesangst, konnte ich 5 Tage nicht schlafen, habe auch nicht gegessen in der Zeit.
habe das Problem nicht gelöst bekommen auf Verstandesebene. Und irgendwann, ich war so sehr im Stress, dass ein Mechanismus gegriffen hat, den man auch von Nahtoderfahrungen kennt, dann lässt etwas los, ja, diese ganze Spannung lässt los und körpereigenes DMT wird ausgeströmt und Serotonin, und ich bin von jeglicher Angst, die in meinem Körper gespeichert war, befreit worden und in diesen Raum geglitten, den ich Essenz nennen würde, und habe auf einmal ganz anders wahrgenommen. Also ich habe so wahrgenommen, wie die Quantenphysik uns lehrt, dass die Wirklichkeit hinter der Fassade so ist. Ja? Also ich habe Energien gespürt, wie alles miteinander verbunden ist, Liebe, Ekstase, und bin in diesem Zustand 3,5 Monate geblieben. Und das war halt für mich eine Erweckungserfahrung, und dann gab es keinen Weg mehr zurück. Genau, dann habe ich Wirtschaftspsychologie studiert und mich selbstständig gemacht mit einem Retreat Center in Frankreich. Bin vorher viel durch Indien gereist, um mir ganzheitliche Heilmethoden anzuschauen, um mein Wissen zu erweitern. Und habe heimlich eigentlich immer darauf gewartet, mit Psychedelika heilen zu können. Aber ich wusste, die Gesetzeslage lässt es noch nicht zu. Ja, und dann bin ich irgendwann nach Frankreich nach Mexiko und konnte dann mit diesen Substanzen arbeiten, weil in Mexiko das ja alles liberaler ist. So kam das, genau. Bis ich dann mit Stefan Friedrich einen Retreat in Deutschland umgesetzt habe. Und da war Christian Teilnehmer. Er hatte aber schon psychedelische Erfahrung. Und da haben wir uns kennengelernt und auch den Michael Niedermeyer. Und da ist in den beiden Köpfen die Idee gekommen, weil das sind Vollblutunternehmer und die haben viele Projekte und sehr erfolgreich. Und sie waren so beeindruckt, ich will nicht vorweggreifen, das kannst du ja auch erzählen, aber genau, wir haben irgendwie eine Connection gespürt und die Vision entstand in diesem Rahmen. Und jetzt bin ich auch bei Neo dabei und bin extra für Neo sogar und für meinen Partner Stefan Friedrich aus Mexiko wieder zurückgezogen, obwohl ich eigentlich Europa den Rücken kehren wollte, weil mir das System hier nicht gefällt. Aber jetzt kommt halt die Revolution von innen heraus. Genau. Ja, schön gesagt. Ja, bei mir hat es sich ähnlich, aber irgendwie komplett anders zugetragen alles. Ich war schon immer so rebellisch veranlagt, schon als Kleinkind, und habe sehr früh schon Erfahrungen mit Drogen gesammelt, alles Mögliche. Einstieg natürlich Marihuana, klassisch, und bin dann irgendwann mal völlig ahnungslos zu LSD gekommen. Da war ich so 14 oder so. Und anders als du, haben wir das natürlich nicht in einem optimalen Setting gemacht, sondern einfach mal drauf los. Ich habe keine Ahnung gehabt, was da überhaupt passiert. Und das waren so meine ersten Erfahrungen. Es war jetzt nicht schlimm oder so, aber natürlich was völlig anderes, als ich erwartet habe. Und fand es irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht. Habe es aber trotzdem noch zweimal danach wiederholt. Und war dann, für mich war das Thema dann fertig. Zwischendrin dann bin ich natürlich erwachsen geworden, bin meinen Weg gegangen in der Geschäftswelt und habe dann in einem, ja, was war das damals, ein Steuerseminar, hab ich den Michael kennengelernt, der andere Gründer von Neo, und haben uns extrem ausgetauscht, damals schon sehr, wir waren beide schon sehr, sehr offen in der Kommunikation miteinander, das auch relativ selten ist in so einer Geschäftswelt, weil man sich da eigentlich gerne gegenseitig immer übervorteilt. Und er hat mir da damals erzählt, dass man ob ich schon mal von LSD gehört habe. Und dann sage ich, klar, natürlich, aber was er damit jetzt machen möchte. Ich fand es jetzt nicht etwas, was ich ihm raten würde. Und hat er mir erzählt, ob ich schon mal gehört habe von Menschen, die damit gewachsen sind, Steve Jobs etc. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt. Und dann meinte er zu mir, er möchte sowas gerne tun und informiert sich gerade darüber. Und in meiner vorherigen Geschäftstätigkeit war ich viel im Vertrieb und hatte sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und sehr, sehr viele Coaches hatte ich in der Zeit auch. Und mit einer hatte ich ein ganz besonderes Verhältnis, wo einfach eine Freundschaft entstanden ist, die bis heute Bestand hat. Und zufälligerweise nach meinem Gespräch mit dem Michael über Psychedelika und das
potenziellen Wachstums dahinter, postet diese Dame einen, ja, durch die Blume quasi einen Beitrag, dass sie mit diesen Substanzen arbeitet, schon seit geraumer Zeit. Da dachte ich, ja, ey, wenn eine Person mit uns da oder mit ihm das machen sollte, weil ich habe mich da noch gar nicht so gesehen, dann sie. Dann habe ich die beiden miteinander zusammengebracht. Und in dem Zuge natürlich auch ein längeres Telefonat mit ihr gehabt und mir das mal so erklären lassen, wie man das im richtigen Setting anwenden kann. Und ich hatte zu der Zeit sehr viel mentalen Stress, sehr viel sowohl geschäftlich als auch privat, da war sehr viel los bei mir. Und irgendwie kam dann von innen so dieser Wunsch, das doch auch mal nochmal auszuprobieren in diesem Setting. Und was ich da erlebt habe, das hat mein Leben komplett auf links gedreht, komplett verändert. Ich bin sowas von in den Frieden gekommen. Das war unglaublich. Es war alles anders wie jemals davor. Ich hatte nie wieder diese, wie soll ich sagen, Melancholie abends beim Einschlafen. Das hatte ich früher sehr, sehr oft, weil man über früher nachgrübelt oder sich über die Zukunft sorgt. Das hatte ich plötzlich alles gar nicht mehr. Ich war voll da, voll im Moment, konnte sehr, sehr viele Konflikte lösen und fand es extrem, extrem heilsam für nur eine einzige Sitzung. Aber mein lieber Michael hatte uns dann schon zum nächsten Retreat angemeldet, von dem ich noch gar nichts wusste. Und das war das Retreat von Stefan und Isabel, irgendwie 4-5 Monate später. Und ja, da habe ich das dann nochmal gemacht. Und ging da erst dann danach deine Panikattacken weg? Nee, die waren davor schon weg. Die waren davor schon weg, das ist ja auch spannend. Also ich hatte davor seit meinem 10. Lebensjahr fast täglich Panikattacken. Und nach dieser Sitzung, dieser ersten, da habe ich gelernt, einfach durch diese Ängste durchzugehen, anstatt davor wegzulaufen. Was dann den schönen Nebeneffekt hat, dass man nicht mehr diese körperlichen Ausfälle bekommt, wie zum Beispiel Panikattacken. Oder sich zu Tode grübeln und die ganze Nacht wach zu sein. Einfach in der Angst zu verharren. Und in Berlin dann wurde diese Erfahrung nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Da habe ich dann verstärkt mit ihr gearbeitet oder durfte ich oder hatte das Glück, mit ihr zu arbeiten. Und habe dann nochmal diese Erfahrung von einer ganz anderen Seite gemacht. Weil ich hatte ja schon Monate davor aufgeräumt und konnte dann dieses Baden in der Essenz, das konnte ich dann total auskosten, weil sie mich dahin gebracht hat an diesen Ort. Und das war für mich so die ultimative Erfahrung. So ein Ort ohne Zeit, ohne Angst, ohne Urteil, einfach im Jetzt. Und dann, ich musste an Nietzsche denken, der hat mal dazu geschrieben, zu diesem Zustand, das Warten auf nichts. Es war unglaublich, so fühlt auf jeden Fall. Das ein bisschen an, ne? Ja. Und dank diesen Erfahrungen, und wir waren natürlich sehr, sehr im Austausch auch danach, wir sind Freunde geworden. Und auch mit Michael haben wir sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie, ob wir das machen könnten, wie wir das machen würden, weil wir können es natürlich besser, wir sind ja ganz toll. Und dann haben wir uns so ein Konzept überlegt. Und irgendwann mal wurde das dann zur Realität. Und jetzt haben wir ein Konzept auf die Beine gestellt, was so, wenn ich jetzt das anschaue, was ich kenne, in unserem Umfeld einzigartig ist. Ja, ich finde Neo-Retreat so einzigartig, weil es multitherapeutisch ausgerichtet ist. Und weil wir auf die Vorbereitung sehr viel Wert legen. Also wir haben auch einen Vorbereitungskurs aufgenommen, den die Teilnehmer vorher angucken können. Das sind mehrere Stunden. Zu dem Thema. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo die Leute sich vorab schon kennenlernen, beschnuppern, Vertrauen bekommen können. Und dann haben wir auf dem Retreat selber, widmen wir den ersten Tag nur der Vorbereitung des Geistes und des Körpers. Ja, körpertherapeutisch arbeiten wir mit dem holotropen Atmen nach Stanislav Grof. Das ist der Begründer der transpersonalen Psychologie. Der hat auch viel mit Psychedelika gearbeitet, in den USA mit LSD. Und als es dann verboten wurde, hat er sich andere Wege gesucht und ist in Tribes gegangen, ja? Also zu Naturvölkern. Und hat geschaut, wie machen die das denn? Wie
Wie knacken die ihre Blockaden? Wie kommen die in Kontakt mit den kosmischen Mysterien? Und dann hat er gesehen, durch Hyperventilation. Und genau, das heißt, da wird schon mal ganz viel aufgebrochen, durchgebrochen. Die Menschen machen schon psychedelische Erfahrungen, ja, bis hin zu Ekstase, kosmische Orgasmen kann man tatsächlich auch dadurch erfahren und kommen in Kontakt mit ihren Themen, weinen viel. Also da wird es schon richtig gereinigt. Dann haben wir am ersten Tag noch Coaching-Inhalte. Wir haben ein Seminar, wir haben eine Meditation, die ihn ins Einheitsbewusstsein führt, sodass wir den Teilnehmern auch zeigen, nicht nur durch Psychedelika kommt man dahin, ja, sondern eigentlich durch die Beherrschung und Ausrichtung deines Geistes. Ja, und dass es da ein paar Tricks gibt. Was wir möchten einen sicheren Raum schaffen, frei von Urteil, frei von Scham, wo jeder einfach loslassen kann. Und darum geht es eigentlich hauptsächlich, durch die Ängste durchzugehen, sich nicht dafür zu schämen, loslassen zu können und im besten Fall sich gegenseitig noch zu stützen. Das ist, was wir auch immer wieder erleben. Weil du jetzt schon beim Setting warst, können wir da kurz nochmal drauf eingehen. Wie nehme ich das? Wie ist das Setting vor Ort? Was passiert? Legt man sich dahin? Kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen? Genau, also was Neo jetzt auch so einzigartig macht, ist der große Betreuungsschlüssel. Ja, also wir arbeiten, wenn wir eine Gruppe von 15 bis 20 Teilnehmer haben, dann haben wir 11 bis 15 Betreuer aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Ärzte, Psychologen, Heilpädagogen, die in Anstalten gearbeitet haben, speziell für drogeninduzierte Psychosen zum Beispiel. Wir haben Krankenschwestern, wir haben Yoga-Lehrer, Atemtherapeuten, spirituelle Lehrer, Shiatsu-Meister, also Menschen, die Bücher geschrieben haben über diese Themen, Gastcoaches. Jetzt für das nächste Retreat haben wir Michael Ehlers zum Beispiel, den bekannten Rhetoriktrainer, für uns gewinnen können, der auch psychedelische Erfahrungen gemacht hat. Genau, das heißt also da, die Menschen, die Teilnehmer merken, okay, wir haben es hier mit Profis zu tun. Wir können uns wirklich in deren Arme, wir können uns fallen lassen. Erst in unsere Arme und dann in die Arme des Universums. Und genau, also zum Ablauf. Also du hast auch gefragt, wie man das genau einnimmt. Also das gibt es entweder auf Löschpapier, ne? Also diese klassische Pappe, da wird die Substanz dann drauf getröpfelt, oder in so kleinen Pellets. Und wir arbeiten mit deutscher Laborqualität. Das ist auch legal erwerbbar, womit wir arbeiten. Und ja, weil es legal erwerbbar ist, möchte ich an dieser Stelle noch sagen, wer das noch nie gemacht hat, und jetzt kein weiter Guru oder Yogi ist, sage ich mal, ja, der sollte besser das erstmal betreut machen. Ne? Und dann kann man sich aber auch rantasten an die eigenen Erfahrungen. Es ist so, dass wir eine sehr lockere Atmosphäre gestalten wollen, damit möglichst nicht viel Anspannung und Angst vorherrscht. Und deswegen tanzen wir in den Trip rein. Ja, also wir haben dazu Sensual Dance entwickelt. Also ich habe mit Sensual Dance auch in meinen anderen Retreats, die nicht psychedelisch sind, gearbeitet. Und das ist so eine Embodiment-Körpertherapie, wo der Körper wieder ganz bewusst wahrgenommen wird. Wo wir erstmal nur auf dem Boden, auf einer Matte liegen. Wir hören Musik recht laut, am Anfang noch sehr langsam. Und spüren einfach, was will der Körper jetzt? Und geben dem Körper genau das, was er möchte. Einige recken sich, strecken sich, massieren sich, merken, okay, wo fühle ich mich nicht, wo bin ich verspannt? Und das entwickelt sich dann langsam zu einem Tanz, aber von innen nach außen. Also da geht es dann nicht darum, wie sehe ich aus, wie wirke ich, wie im Club zum Beispiel, sondern wir werden zur Musik. Und nach einer halben Stunde werden die Dosierungen gereicht. Das sind individuelle Dosierungen auch. Wir geben nicht jedem das Gleiche. Das ist auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal von Neo, dass wir ganz genau schauen anhand eines Fragebogens und der Vorstellung, den Gesprächen und der Beobachtung am ersten Tag und auch des holotropen Atmens, wo steht der Klient, der Mensch, was braucht er, was möchte er erreichen, was empfehlen wir ihm. Genau, dann wird also die Dosierung gereicht. Dann wird noch eine halbe Stunde weiter getanzt und dann ist das meistens schon so eine Festival-Atmosphäre. Ja? Und die Leute tanzen untereinander und
Es ist, vor allem nochmal so die letzte Hürde loszulassen, weil man kommt sich irgendwo tief in sich drin noch richtig doof dabei vor, aber man nicht muss, alle. Nicht alle, nein, aber irgendwo drin ist es da und man lässt immer mehr los und erkennt, dass man auf seiner eigenen Reise ist, dass einen gar keiner dabei zusieht, dass jeder sowieso mit sich beschäftigt ist. Und zum Thema Dosierung wollte ich noch anmerken, die Dosierung wird von Medizinern festgelegt bei uns im Team. Also wir haben Ärzte im Team und es wird einmal von der psychologischen Seite oder von der Erscheinung des Menschen abhängig gemacht, aufgrund der Erfahrung von unseren Therapeuten und natürlich auch aus medizinischer Sicht. Wobei jetzt bei LSD kann man jetzt nicht überdosieren, sage ich mal, aber man möchte natürlich die optimale Wirkung für den Menschen herausholen, weil der eine ist eher offen, der braucht viel, viel weniger, wie jetzt einer, der total in der Kontrolle ist. Genau. Da gibt man eher gerne etwas mehr, dass es ihm leichter fällt, diese Kontrolle loszulassen. Ja. Weil je länger du in der Kontrolle bist, desto, oder auch im Ego bist, desto stärker ist dieser Persönlichkeitsanteil. Da haben wir ganz krasse Erfahrungen schon gemacht, wie sehr ein Ego oder diese Kontrollzwänge, was vielleicht auch dasselbe ist, den Menschen dominieren im Alltag. Mhm. Genau, und dann wird sich hingelegt auf ganz gemütliche Matten, weil man da auch ein paar Stunden liegen bleibt. Und bekommt eine Augenbinde, eine Augenmaske, damit das auch wirklich eine Reise nach innen wird und damit wir uns nicht schon wieder ablenken, ne, durch Visuelles. Und dann geht jeder auf seine eigene Reise. Wir legen eine Playlist ein, die von Stefan Friedrich extra zusammengestellt wurde, um viele emotionale Motive abzuholen und zu triggern. Und dann sind unsere Betreuer im Raum und gehen dann dahin, wo wir gerade benötigt werden. Es gibt einige, die bleiben da einfach stundenlang liegen und brauchen niemanden. Und es gibt Menschen, die, mit denen arbeiten wir sehr stark körperlich auch. Oder einige müssen sich ausschreien, mit denen gehen wir dann raus in die Natur. Genau, einige brauchen Gespräche, wollen teilen, was gerade passiert. Ganz unterschiedlich, genau. Ja, und irgendwann möchte man auch aufstehen nach ein paar Stunden und dann begegnet man sich und dann begegnen sich Menschen auf einem höheren Bewusstseinsniveau und interagieren anders miteinander und machen wunderbar heilsame Erfahrungen miteinander. Ja. Ist das das, was schon diese Integrationsphase dann ist? Oder kann man, weil am Ende geht es dann ja auch genau darum, also dass man dann auch nochmal Gespräche führt und je nachdem auch guckt, wie man es praktisch dann weitergehen möchte. Ja, das hast du gut erkannt. Da fängt die Integration tatsächlich schon an. Und ich glaube, es ist stark im Wechsel zwischen, ich habe krasse Erkenntnisse und ich integriere sie im selben Moment. Und auch im Nachgang, worauf du jetzt zu sprechen gekommen bist, da kommen ja, du erlebst so viel in diesen bis zu 10 Stunden, was da passiert. Dass es dir noch tagelang danach immer wieder in den Sinn kommt und du aufschreibst und integrierst, du begegnest Menschen anders, du hast eine andere Wirkung auf diese Menschen und du siehst plötzlich, oh, der begegnet mir auf einmal komplett anders und da integrierst du das quasi in deinen Alltag, du hast eine andere Selbstwirkung und du musst das natürlich auch praktizieren, damit es eine nachhaltige Wirkung hat. Ja. Obwohl vieles auch von alleine passiert, wegen der Neuroplastizität im Gehirn. Ne? Also es findet eine Rekonfiguration der Gehirnnetzwerke statt. Es werden neue synaptische Fortsätze gebildet, die dann offen sind für Verbindungen. Und man hat herausgefunden, dass die Konnektivität unter den Gehirnregionen verdoppelt wird. Einige treten zurück, wie zum Beispiel der Sitz des Egos und der Sitz der Scham. Amygdala und Default Mode Network werden zurückgefahren und andere Regionen verbinden sich verstärkt. Und Neuroplastizität bedeutet die Anpassungsfähigkeit des Gehirns an neue Reize, an neue Erfahrungen. Das heißt, wir werden insgesamt offener für Neues, ja, und auch für andere Verhaltensweisen, für Mut zum Beispiel. Genau. Ja, aber da fängt schon Integration an, das stimmt. Und dann geht es mit der Integration weiter am nächsten Tag durch Yoga, Yin-Yoga, wieder in den Körper finden, Sharing-Runde. Jeder kann erzählen, was er erlebt hat.
Und dann gibt es noch ein Einmonats-Integrationsprogramm, das von uns entwickelt wurde, das die Menschen dann nach dem Retreat noch für sich alleine umsetzen können. Und diese WhatsApp-Gruppen bleiben bestehen und die Leute integrieren zusammen, treffen sich teilweise, haben sogar noch Zoom-Calls miteinander. Richtig tiefe Bindungen, Freundschaften, weil du lernst dich auf so einer krassen Ebene kennen. Wir haben es jetzt mehrfach erlebt, dass die unglaublichsten Freundschaften dabei entstanden. Ja. Ja, und auch Geschäftsprojekte. Auch, ja. Da kriegt man richtig Lust, hey. Ja, habt ihr Matten? Ja, wann legen wir los, hey? Ich glaube, ich habe auch eine Matte. Ja. Ich habe immer was dabei. Ja, meine Frage wäre nochmal ganz grundsätzlich für viele, und ich glaube, bei uns gibt es viele, die vielleicht in diesen Themen da doch gar keine Berührungspunkte hatten. Deswegen vielleicht mal grundsätzlich die Frage, was sind eigentlich Psychedelika und welche Unterschiede gibt es da und ja, welche benutzt ihr? Also welche benutzt ihr für eure Retreats und Sitzungen? Also in Mexiko arbeiten wir mit LSD, Ayahuasca und MDMA und Rapé. Das kennt man vielleicht noch nicht so, das ist ein Tabak, der mit einem kleinen Blasinstrument bis zur Zirbeldrüse hochgepustet wird vom Schaman und die Zirbeldrüse reinigen soll und stimulieren soll. Genau. Aber in Holland, also wenn wir bei den Neo-Retreats bleiben, da arbeiten wir nur mit den LSD-Derivaten, die ja legal sind und die, finde ich, weniger halluzinogen sind. Also wir hören von, es kommt aber auch ein bisschen auf das Setting an. Also wenn man jetzt sagt, ich ziehe mir 150 Mikrogramm rein oder 200 und gehe raus, dann wird es schon sehr visuell. Bei uns ist das aber, dieser visuelle Trip, der wird durch die therapeutische Arbeit etwas gedämpft. Ja? Und deswegen sind die Halluzinationen nicht so stark, was für eine Ersterfahrung gut ist, weil das kann auch ein bisschen furchteinflößend sein. Ne? Genau. Ja, was sind Psychedelika? Das sind bewusstseinserweiternde Substanzen, die gewisse Rezeptoren im Gehirn triggern, sodass eine Ausschüttung von Serotonin zum Beispiel oder Dopamin und auch DMT stattfindet. Wir haben DMT in Tieren teilweise sogar. Wir haben DMT selber im Körper, in der Zirbeldrüse, im Rückenmark, im zentralen Nervensystem, im Darm. Und ja, sie bewirken, wie ich auch schon sagte, eine verstärkte Gehirnkonnektivität. Und das, was eigentlich passiert, um es in einem Satz zusammenzufassen, ist, unser menschliches Bewusstsein wird an das kosmische Bewusstsein angeglichen. Ja, also wir werden die Filter, die dazwischen stehen, die uns davon abhalten, das kosmische Bewusstsein wahrnehmen zu können, durch uns durchfließen zu fühlen, die werden weggenommen. Und wir haben einen unmittelbaren Zugang zu dieser kosmischen Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist der Sinn. Also dafür sind die hier. LSD ist, der Ursprung von LSD ist ein Weizenpilz zum Beispiel. Und die synthetische Komponente, die ist nur da, um die Wirkung länger anhalten zu lassen. Ja, also damit quasi die Substanz länger an den Rezeptoren dran ist. Also vielleicht eins noch, Psychedelika sind ja nichts Neues. Die werden ja seit tausenden von Jahren konsumiert. Und zwar wurden die, glaube ich, dort noch nie als Drogen bezeichnet, sondern eher als Pflanzenheilmittel. Und meine Erfahrung jetzt in Mexiko war, dass irgendwie das ganz normal ist dort, dass jeder schon damit mit Zeremonien, mit Schau nach innen, ja, und auch Psychedelika, aber da gibt es auch noch so viele andere Rituale drumherum oder auch Lebensweisen drumherum, die viel, viel achtsamer sind und alles ist total gang und gäbe dort, dass man mit sich selbst beschäftigt ist und auch nicht im Urteilen ist. Und ich denke, dass da gerade jetzt in Südamerika, durch den Einmarsch der Spanier damals, ziemlich viel Wissen auch verloren gegangen ist. Und was Psychedelika meiner Meinung nach bewirken, ist, sie zeigen dir den Weg zurück zu dir selbst und zu deinen inneren Selbstheilungskräften.
Sie legen diesen Filter ab, dieses Ego, was uns so blockiert, auch zusammen harmonisch zu interagieren. Also Dinge wie Missgunst, Neid, Gier, Scham, was auch immer alles uns ausmacht als Menschen, die werden komplett eliminiert auf so einem Trip. Ja. Und ja, das was übrig, das letzte, die letzte, wegnehmen, die letzte Emotion, was aber übrig bleibt, die nicht weggeht, das ist Liebe. Ja. Und das nimmst du auch richtig wahr in einer ganz, ganz krassen, hohen Frequenz. Ja. Und wenn du das schaffst, auch dann, wir bringen dich an diesen Ort. Und wenn du es schaffst, an diesen Ort immer wieder zurückzukehren, dann bist du leuchtest von innen schon ganz anders. Und andere Menschen begegnen dir völlig anders. Dir das Gesetz der Resonanz verändert sich komplett. Dinge ergeben sich plötzlich für einen. Und man Synchronizitäten. Ist so viel, man ist so viel friedlicher. Ja. Ja. Genau, das ist richtig. Also es findet Selbsterkenntnis statt. Also wir merken, was sind wir nicht. Das ist ganz wichtig. Wenn wir uns selber erkennen, dann merken wir, okay, wir sind Liebe. Das heißt, wir gehen schon mal viel stärker aus Hass und sowas raus, was halt Krieg fördert. Und wir merken, Mensch, wir sind ja mit allem verbunden. Also wir verstehen uns auch bei Neo nicht als esoterische Community, sondern wir arbeiten sehr eng mit den Naturwissenschaften tatsächlich zusammen, mit Physik, Quantenphysik, Neurobiologie, weil Epigenetik, denn die haben diese Verbindung bestätigt, ja, die wir dann spüren dürfen. Und fühlen wir uns mit allem verbunden, können wir uns ja nicht mehr bekriegen, weil wir merken, tue ich dir weh, tue ich mir weh. Und deswegen haben Psychedelika so ein Riesenpotenzial für ein friedlicheres Zusammensein in der Gesellschaft. Gleich nochmal drüber. Genau. Kann man das so sagen, dass Psychedelika für manche besonders geeignet sind? Und gibt es auch eine Gruppe von Menschen mit vielleicht Vorerkrankungen oder sowas, wo ihr da eher von abraten würdet? Oder gibt es dann vielleicht auch andere Möglichkeiten? Du hattest was von verschiedener Dosierung gesagt. Und das wäre halt das, was mich da noch interessieren würde. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt. Grundsätzlich würde ich sagen, sind Psychedelika für jeden geeignet, aber es gibt ein paar gesundheitliche Aspekte, die es dann wieder doch einschränken. Und zwar muss man sehr aufpassen, wenn Menschen Psychopharmaka nehmen. Bitte, bitte, bitte mixt das nicht. Ja, weil dann kann es zu einem Serotonin-Syndrom kommen und das ist sehr gefährlich. Also erst die Psychopharmaka absetzen, die Antidepressiva oder Antipsychotika, was auch immer eingenommen wird, und dann Psychedelika. Viele Menschen steigen um von Antidepressiva auf Psychedelika, auf Microdosing, das wird immer populärer, und die machen sehr gute Erfahrungen. Gerade was Depressionen anbetrifft, gibt es viele Forschungen. Die letzte von der Johns Hopkins Foundation, die hat herausgefunden, dass nur mit 1 bis 2 Anwendungen LSD eine Person, ein depressiver Mensch ein Jahr lang depressionsfrei ist. Und die haben diese Teilnehmer an der Studie nach diesem ein Jahr nicht weiter interviewt. Sie haben es nicht weiter verfolgt. Deswegen sagen sie ein Jahr auf jeden Fall. Aber es kann auch sein, dass jemand für immer geheilt ist von Depressionen. Ja, also hier sieht man, du musst nicht jahrelang etwas nehmen, was unangenehme Nebenwirkungen produziert, vor allem werden die auch sehr, sehr schnell verschrieben. Also diese Stimmungsaufheller werden sehr oft verniedlicht genannt, und ich kenne leider sehr, sehr viele in meinem Umfeld, die eine schlechte Zeit haben, dann ganz normal überwiesen werden zum Psychologen und dann eben solche Dinge verschrieben bekommen. Aber was passiert denn da? Das ist genauso, wie wenn ich mich jetzt nach einem Streit betrinke oder andere Substanz nehme. Du drückst das weg, aber du betäubst es nur in dem Moment. Es ist aber noch da. Und der Weg ist eigentlich immer, egal was sich da auftut, dass du dahin durchgehst, also nicht davor wegläufst. Ja. Und so entstehen erst auch diese Probleme. Und Thema Dosierung auch nochmal, weil das viele immer davon reden, ja, ich will keinen Horrortrip bekommen und deswegen mache ich das nicht. Was ist denn ein Horrortrip überhaupt?
Was ist denn der Bad Trip? Der Bad Trip ist... Sollen wir darüber vielleicht gleich reden, wenn ich einmal noch gesagt habe, für wen es nicht geeignet ist? Ja, weil das ist ein wichtiges Thema. Schön, dass ich finde es ein wichtiges Thema, ja. Aber ich würde jetzt erstmal noch einmal diese gesundheitlichen... Okay. Ja. Also Kontraindikation. Die Kontraindikation, ja. Genau. Menschen mit starken Herzproblemen, Epileptiker. Ja, also wir müssen dann immer ganz gezielt mit den Ärzten schauen, was nimmst du für Medikamente, hast du einen Bypass oder nicht, wie geht's dir jetzt? Also, ne, also das ist ja auch kein Ausschlusskriterium per se, aber da müssen wir genau hingucken. Dann natürlich Menschen in psychotischer Krise oder Menschen, die schizophren sind. Das heißt, weil Psychedelika öffnen Menschen, die in einer psychotischen Krise sind und in einer manischen Phase zum Beispiel oder in der Schizophrenie, die sind schon sehr stark geöffnet. Und da muss man dann erst wieder schließen, ja, um an den Menschen ranzukommen und mit ihm danach arbeiten zu können, weil sonst findet zu viel Offenheit statt. Das sind so die, genau, die oder wenn Menschen sehr suizidal sind. Ja, also wir haben schon mit Menschen gearbeitet, die suizidal sind, aber dann muss man auch schauen, tut die Offenheit jetzt gut oder nicht und was ist genau das Thema? Ja. Thema Ressentiments, ja, das können wir also nochmal ansprechen. Ja, also es gibt natürlich Vorurteile, es hat natürlich auch mit der medialen Berichterstattung zu tun. Hört man immer wieder, du hast jetzt schon gesagt, Bad Trip. Es gibt ja auch die Doku auf Netflix, Verändert dein Bewusstsein, da wird auch praktisch das beleuchtet, sozusagen diese Horrorberichterstattung nennt er das, glaube ich, da. Ja, oder auch das Wort Droge. So. Also es sind ja alles Begriffe, die irgendwie aufgeladen sind, aber man kann es alles nochmal anders natürlich sagen. Also wie würdest du das beschreiben? Also zum Thema Bad Trip. Ja, es gibt zwei Arten, damit umzugehen. Mir hat eine sehr, sehr weise Person, die sehr, sehr viel damit schon gearbeitet hat, mal gesagt, und wenn sich böse Horrordinge zeigen, dann weil sie sich zeigen wollen, und dann musst du da durchgehen und es anschauen. Das ist das eine. Was aber den meisten Menschen passiert ist, die sind in der Kontrolle, die Substanz beginnt zu wirken und sie versuchen da rauszukommen. Oh Gott, so wie wenn du im Bett liegst und zu viel getrunken hast und es sich dreht, dann gehst du auch hoch und denkst, okay, Fenster auf, Luft holen, Mensch, scheiße, ich will da jetzt raus. Und dann bist du im Widerstand und du kannst dich nicht wirklich wehren dagegen. Und so ist es auch im Alltag. Gewissen Dingen, wenn du dich da in den Widerstand stellst, dann werden die immer schlimmer, immer schlimmer. Zum Beispiel verstrickst du dich in Lügen oder der Druck wird immer größer. Und dasselbe ist es auf der Reise. Die Substanz beginnt ihre Arbeit zu machen. Der beste Tipp ist, sich dieser Substanz eben hinzugeben, ja? Damit du richtig reinkommst. Weil, was bedeutet das? Du gehst... Den Gefühlen hingeben. Den Gefühlen hingeben, genau. Weil je mehr du darin reinsinkst, so sage ich es halt immer, reinsinken in den Trip, desto mehr Gefühle verschwinden auch von dir. Du lässt los, also... Da ist ja kein Gegendruck mehr dann, ne? Richtig. Dann kann es sich nicht lange halten. Du hast keine Angst mehr zum Beispiel, keine Scham mehr, das verfliegt alles mit der Zeit. Und dann hast du auch die Chance, beispielsweise etwas Schlimmes, was dir mal widerfahren ist, nochmal anzuschauen aus einer anderen Perspektive. Ne? Bei gewissen Dingen kommen, oder bei gewissen Menschen kommen Themen hoch, die wissen die selber gar nicht, weil die sind in ihrer Kindheit passiert. Die zeigen sich auf einmal. Und du hast dann die Chance, dahin durchzugehen. Und ja, sie sehen vielleicht nicht so toll aus, aber in dem Moment, wenn du ganz drin bist, empfindest du dabei, du wertest gar nicht. Du hast sogar die Chance, da aus dir auszusteigen und das Ganze aus einer anderen Perspektive nochmal zu betrachten. Und das, was er gerade gesagt hat, ist ein ganz spannender Effekt, den nennt man Helioskop-Effekt. Und zwar ein Helioskop ist ein Gerät, mit dem man die Sonne beobachtet, ohne dass die Augen verbrennen. Und das ist so ein Filtereffekt. Und man hat herausgefunden, dass das bei Psychedelika tatsächlich so ist, dass sich da dieser Filter vorschiebt. Du betrachtest du kommst in Kontakt mit dieser traumatischen Situation, aber sie überwältigt dich nicht. Weil, wie er gesagt hat, da ist eine Distanz, du framest es um, du siehst das größere Ganze. Es ist auf einmal nicht mehr schlimm und du kommst in Frieden damit und du verstehst sogar, warum das wichtig war oder warum du dir als Bewusstsein dir das sogar ausgesucht hast, dass es genau so ist. Ja, und genau wegen diesem Helioskop-Effekt sagt man, dass die Retraumatisierungsquote
in der psycholytischen Therapie geringer ist als von allen anderen Therapiemethoden, die es gibt, inklusive der Psychotherapie und sogar Meditation. Ja. Ich habe noch eins vielleicht dazu zu sagen. Ja. Was wir immer wieder erkennen, ist, dass Menschen leiden aus längst vergangenen Dingen. Das heißt, da tut etwas weh. Das liegt da einfach irgendwo noch rum, aber es ist alter Schmerz, der existiert gar nicht mehr. Den gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist eine Illusion. Und wenn du dich hingibst und diese Erkenntnis hast, dann kannst du auch diesen letzten Rest Schmerz noch gehen lassen. Der ist schon lange vorbei. Ja. Welche Funktion und welche Aufgaben hat denn ein Therapeut bei solchen Sitzungen und Retreats? Ganz kurz. Mhm. Also wir dürfen es nicht mal Therapeut nennen, da gibt es bestimmte Regularien inzwischen. Wir nennen es tatsächlich Betreuer. Jeder hat so seine eigenen Skills, die er so mitbringt. Eher manche auch intuitiv, manche sehr, sehr angelernt. Ja. Und was wir beobachtet haben, ist, dass man sich gegenseitig findet in diesem Setting, weil man hat ja am Vortag diese intensiven Gespräche, dieses intensive Erlebnis mit dem holotropen Atmen, da sieht man schon, wer was wie braucht. Und zu den einzelnen Funktionen, du... Soll ich dazu was sagen? Ja. Okay. Das ist schwer zu erklären. Also wir sehen uns als Begleiter, als Reisebegleiter, die verstehen, was da passiert. Das heißt, wir geben den Menschen Sicherheit, dass das, was passiert, normal ist. Dass wir helfen, das einzuordnen, was da passiert. Wir beruhigen, wir massieren, wir arbeiten körpertherapeutisch, wir holen auch angestaute Energien und Emotionen aus dem Körper raus, durch verschiedene Methoden. Wir gehen teilweise spielerisch in Rollenspielen vor, weil es finden auch Regressionen statt. Das heißt, wir haben auf einmal vielleicht wieder das Kind, das irgendwo stecken geblieben ist in einer Phase. Ja. So, und dann nehmen wir die Rolle vom Vater, Mutter, Schwester ein, was auch immer notwendig ist. Wir sind teilweise einfach nur da. Also es gibt Menschen, die wollen nur die Präsenz von einem Menschen. Und das gibt ihnen dann schon Sicherheit, weil sie sich nicht alleine fühlen. Genau. Und dann helfen wir auch bei sehr praktischen Dingen, wie wenn sich übergeben werden muss. Es kann, wie bei Ayahuasca, können Themen erbrochen werden. Die können ausgekotzt werden. Da wird viel gekotzt, ja. Habe ich gehört. Bei Ayahuasca wird viel gekotzt, ja. Ja. Also ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, Isabel, über Facebook. Du hast einen sehr beeindruckenden Fallbericht geschildert über die Isabel. Und wo ich echt sagen muss, hat mich sehr berührt. So sind wir auch in Kontakt gekommen, wo du auch sehr beispielhaft genau das jetzt geschildert hast, worüber wir jetzt schon viel gesprochen haben. Magst du da nochmal ein bisschen erzählen? Und das war schon echt krass, was da alles passiert ist und zeigt auch, was alles möglich ist. Danke. Ja, da habe ich von einer jungen Klientin gesprochen, die immer noch, mit Ende 20 immer noch bei ihren Eltern lebte und nicht so richtig wusste, warum sie sich von dem Elternhaus nicht lösen kann. Erst Antidepressiva genommen hat. Die hat sie dann ausgeleitet, damit sie mit Psychedelika arbeiten kann. Und dann kam sie zu uns auf einen Retreat nach Mexiko und danach war sie nochmal in einer Einzelsitzung mit mir und dann auch nochmal bei Neo. Aber schon nach der Einzelsitzung mit mir habe ich dieses Video aufgenommen. Und weil ich einfach diese Entwicklung von diesem Mädchen so beeindruckend fand, wie sie im Laufe der Zeit sich aufgerichtet hat und gewachsen ist, also von einem sehr weinerlichen, sensiblen, fast lebensuntauglichen Menschen, wurde sie, sie kam in ihr volles Potenzial, in ihre volle Kraft und sie hat erkannt, dass sie, sie hat sich an ihre Zeit im Mutterleib zurückerinnert und sie wollte eigentlich noch nicht raus. Aber sie wurde per Kaiserschnitt geholt und das war für sie
total gewaltsam, ja, und sie erinnerte sich sogar, wie sie vom Einheitsbewusstsein ins Trennungsbewusstsein gefallen ist in ihren ersten Jahren. So, sie sagte, ich glaube, ich war 3. Da habe ich, weil, also es war schon sehr traumatisch, geholt zu werden und einfach in die Welt rausgesetzt zu werden. Aber irgendwie war sie noch in so einer Bubble. Und irgendwann wurde sie auch da rausgeholt, ja, weil das halt jedem passiert, dass wir dann mit der Trennung konfrontiert werden. Und das war so schlimm für sie, dass sie sich immer wieder dahin zurückgesehnt hat, an diesen Ort im Mutterleib. Und deswegen konnte sie ihre Eltern nicht loslassen. Und deswegen wollte sie auch keine Beziehung eingehen. Und als sie das alles verstanden hat, fing sie an, sich sofort zu daten und wieder ihr Studium aufzunehmen, sich wieder anzumelden, wieder arbeiten zu gehen. Und ja, sie wird Psychologin und sie ist eine echt richtig gute Therapeutin. Sie hat schon auf den Retreats angefangen, andere zu coachen. Und zwar brillant, weil sie messerscharfen Blick hat. Aber das war, ohne diese Erkenntnis, warum sie festhängt, wo ihre Blockade sitzt, wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Ja. Du weißt ja nicht, wo es herkommt. Du denkst, ich fühle mich unwohl. Ich fühle mich unwohl und ich weiß nicht, warum. Kein Arzt kann mir helfen. Ich weiß nicht, was los ist. Und zu der Dame möchte ich nur sagen, also ich habe sie als absolut mutig und furchtlos erlebt. Da können sich einige eine Scheibe von abschneiden. Die hat sie da völlig reingegeben in das Thema. Mega. Ja, vielleicht können wir da auch gleich den Spagat machen zum Thema Mut. Weil wir haben jetzt über Verständnis gesprochen, wir haben über die Gefühle gesprochen. Das Fühlen, denke ich, ist ein wichtiges Thema. Ja. Und ich persönlich finde es saumutig, wirklich sich seinen Wunden, seinen Gefühlen nochmal zu öffnen, wirklich, und da zu sagen, ich schaue da jetzt hin und möchte das sehen, was ist denn der Ursprung, wo liegt der Hund begraben, und sich damit zu beschäftigen. Ich meine, du redest auch über Vermeidungsstrategien und solche Geschichten. Ja. Also wir Menschen haben da viele Möglichkeiten, um dem aus dem Weg zu gehen. Und ja, könnt ihr dazu noch mal was sagen? Also Thema Mut und auch noch mal vielleicht das Thema Fühlen, warum das Fühlen so wichtig ist. Wer möchte? Ich würde was zum Mut vielleicht sagen, aber du kannst ja auch gleich noch was zum Mut sagen. Ja. Richard Hawkins, das ist ein Psychiater, spiritueller Lehrer und erleuchteter Mensch gewesen. Der ist leider schon gestorben, aber der hat ein wunderbares Buch hinterlassen, das heißt Loslassen. Der Weg der widerstandslosen Kapitulation. Und in diesem Buch findet man eine Skala, die Skala des Bewusstseins mit den dazugehörigen Emotionen, passend zum Bewusstseinszustand. Und diese Emotionen wurden gemessen in Bovis-Einheiten. Und Emotionen wie, kann man sich ja vorstellen, Scham, Angst, Ohnmacht, Trauer und so weiter, Schuld vor allem, also Schuld und Scham ganz unten, schwingen ganz niedrig, bei so 20 Bovis-Einheiten. Und irgendwann geht es halt hoch in Wut und Angst und die schwingen alle schon ein bisschen höher. Und dann kommt die Schwellenemotion und das ist Mut. Und wenn man die erreicht hat, dann geht es bergauf. Aber da muss man drüber. Das heißt, da kommt keiner dran vorbei. Willst du in diese Ebene, wo du Freude, Ekstase, Verbundenheit, Liebe und so weiter spüren? Ja? Schöpfung, genau. Kennst du die auch, die Skala? Ja? Wir reden da auch gerne drüber. Es gibt verschiedene Skalen. Sehr spannend. Genau. Und wenn du auf jeden Fall, wenn du da oben hin willst, musst du durch Mut durch. Das geht nicht anders. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Psychedelika hier auf eine ganz wundersame Weise, ohne große proaktive Action, einen mutiger machen. Also die Leute sagen, also ich bin ein großer Freund der organischen Integration auch, das einfach dann fließen lassen und schauen, was passiert. Und dann berichten Leute, ich merke auf einmal, ich kann mich besser abgrenzen, ich kann mich besser vertreten. Es gibt sehr viele Leute, die einfach ihren Job kündigen, tatsächlich. Ja, habe ich wirklich schon mehrfach erlebt. Beziehungen beenden. Wo der Mut gefehlt hat, jahrelang den Schritt zu gehen. Ja. Ja, also Menschen trauen sich, wieder auf eigenen Beinen zu stehen und nicht sich aus Abhängigkeiten zu befreien. Und das passiert in einer Selbstverständlichkeit, dass die sich selber wundern und sagen, wo kommt denn das auf einmal her? Ja?
Genau, also das ist ein großer Nebeneffekt. Ja, ja, das ist schön gesagt. Thema Mut. Also ich spreche ja mit sehr vielen Menschen darüber. Und die meisten Menschen, die haben sehr, sehr große Angst davor. Und es ist denen viel lieber, dass sie sich mit irgendwelchen anderen Substanzen davon ablenken, indem sie sich betrinken oder sonstige Dinge tun, um ja nicht hinsehen zu müssen oder gar nicht erst sämtliche Argumente immer dagegen finden, es nicht zu tun. Aber ich sage den meisten immer, hey, du hast so viel mehr zu gewinnen als zu verlieren, wenn du da einmal durchgehst. Und die größten Bären, die krassesten Typen scheißen sich auf gut Deutsch in die Hose vor Selbsterkenntnis. Das ist so mein Empfinden. Und da sind tatsächlich die Frauen sehr, sehr viel mutiger, da reinzugehen. So meine Erfahrung. Und weil du gesagt hast, Gefühle und Mut, ich finde, das liegt total beieinander, weil du musst auch mutig sein, Gefühle zu zeigen. Und wenn du das mal geschafft hast, Gefühle zu zeigen und dich verletzlich zu zeigen, auch anderen Menschen gegenüber, dann kannst du erst wirklich tiefe Verbindungen eingehen, sei es Freundschaften, Beziehungen etc. Und dich frei machen von dem, was möglicherweise irgendjemand über dich denkt. Du stehst viel mehr für dich ein, egal was du bist. Wir hatten es ja vorhin, ob du jetzt jemand bist, der sich eher so mit Batik-T-Shirts sieht oder jemand, der gerne in Anzügen rumläuft. Du stehst eher zu dir, ja, und machst dich frei von anderen Urteilen und urteilst selber auch nicht mehr. Und du kommst in diesen hohen Schwingungsbereich. Und ab dem... Oder man verurteilt das Verurteilen nicht mehr. Richtig, ja. Hast du mich gerade verurteilt, dass ich das Verurteilen verurteilt habe? Nein, ich nicht. Das sind dann immer so interne Battles. Aber ja. Ja, voll gut. Ich meine, es gibt diesen Begriff Schattenarbeit. Ich meine, letztendlich, ja, es ist Schattenarbeit. Also wir reden auch... Es gibt den Begriff Abspaltung, ja, Dinge gehen in den Schatten und wir reden über Heilung, wir reden über Integration, das ist genau das, ja. Und diesen Schritt zu gehen, ja, ich denke, in Liebesbeziehungen können wir das auch machen, ja. Also wir reden auch immer vom Herzen, sein Herz zu öffnen, ja, das ist scheiß mutig, ja, sich wirklich zu öffnen, also... Da kann ich auch ein Lied davon singen, ja, dass man wirklich wohin geht und sagt, okay, ich mache mich verletzlich, ich öffne mein Herz, ich gehe den Weg und ja, da glaube ich, können wir viel gewinnen. Thema Mut, wollen wir ein bisschen über Frieden reden? Ja, sehr gerne. Unser Format heißt ja Mut und Frieden. Wie beschreibt ihr den Zusammenhang zwischen Frieden und Heilung? Ja, also... Als allererstes, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns selbst vergeben. Und das findet statt, wenn wir erkennen, wer wir sind. Dann können wir auch allen Taten vergeben, die aus der Ego-Ebene kamen. Weil wir merken, wir sind das ja gar nicht. Das heißt, wir identifizieren uns erst gar nicht mehr mit dieser Person. Persona heißt ja auch Maske. Also die Persönlichkeit wird ja im Laufe des Lebens aufgebaut, um bestmöglich überleben zu können. Aber das heißt ja nicht, dass wir das wirklich sind. Wir sind ja in irgendein Umfeld reingeboren und dann müssen wir dementsprechend auf dieses Umfeld reagieren. Und dann werden wir geprägt. Und das heißt, wir lassen dieses ganze Konstrukt der Persona los. Und sind mit uns im Frieden. Wenn wir mit uns im Frieden sind und dann gehen wir automatisch nicht so sehr in Konflikte mit anderen. Das heißt, also bevor wir über Weltfrieden reden auf großem Niveau, müssen wir eigentlich bei uns selbst anfangen. Und wenn wir dann anderen folgerichtig auch vergeben, haben wir wieder weniger Konfliktpotenzial. So, und ich finde es sehr wichtig, dass auch zwischen Mann und Frau Frieden herrscht. Ja, das ist so die kleinste Gruppeneinheit, auf die ich einen großen Scheinwerfer richte. Weswegen ich auch kein großer Fan von gezwungenermaßen monogamen Beziehungen bin. Und ich glaube, dass dadurch sehr viel
Neurosen aufrechterhalten werden und neue dazukommen und der Mensch einfach irgendwo in Unfreiheit gehalten wird. Und das wieder, das entspricht wieder nicht dem, was wir sind. Endlich sind wir beim Thema Sexualität. Da wollte ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin zum Thema Sexualität, aber es war gut und wichtig, dass wir da hinkommen. Sprechen wir gleich noch mehr darüber. Okay. Aber nur das zu schieben. Ja, genau. So, das heißt also, wenn Mann und Frau auch anerkennen, was sie sind, welche männliche Qualitäten da sind, welche weiblichen, und dass die sich wundervoll ergänzen, dann haben wir auch keinen Krieg in Beziehungen. Und ja, und dann von diesem kleinen Mikrokosmos aus strömt natürlich Harmonie und Frieden und Verständnis nach außen. Und wenn wir in die Verbundenheit kommen, das ist ja das, wonach wir uns alle sehen. Und man kommt nicht nur über Psychedelika in die Verbundenheit, aber es ist der Blitzweg dahin. Es ist die Abkürzung. Und ich glaube, wir stehen momentan gesellschaftlich, global an einem Punkt, wo wir mal wieder drastische, schnelle, effektive Methoden brauchen. Und die indische Kultur zum Beispiel ist nur so weise, hat man jetzt herausgefunden durch alte Schriften, weil sie Psychedelika in ihrem Alltag integriert hatten wie Alkohol zum Beispiel. Ne? Also das hat sich richtig flächendeckend ausgebreitet und das haben die Soma genannt, das kann man in den alten vedischen Schriften nachlesen. Und so sind die zu ihrer Erkenntnis gekommen oder die alten Griechen auch. Ja. Und das fehlt uns. Wir haben, der westliche Mensch hat kein Gefühl mehr für ein überpersönliches Bewusstsein. Hat er nicht mehr. Der ist komplett abgetrennt. Der ist in der Ebene Ich und Welt bestens zu Hause und funktioniert. Und dann kommt Ebene Essenz und Universum. Da hat er keinen Plan mehr von. Das wird dann einfach als esoterisch bad geframed, ja. Oder als Spiri-Kacke, aber eigentlich, das ist ja, es ist ja alles in dir, du verurteilst dich ja selbst damit, weil das, was hier so in unserer Welt so geschieht, ist, du suchst alles im Außen, ja, der Gott, der regelt das, ich muss nur an ihn glauben, oder diese Partnerin und dann bin ich glücklich, ah, das Haus baue ich jetzt und dann dies, das, jenes und dann, aber es gibt kein und dann. Das und dann ist bei dir, du musst selber den Frieden mit dir erstmal schließen und finden und dann wirst du auch niemandem mehr eine unlösbare Aufgabe geben, dass derjenige dich glücklich macht. Sei es deine Mama, sei es dein Vater, sei es Freunde, Beziehungen oder sonst wer. Dein Auto, deine neue Küche. Ja, du wirst immer wieder etwas Neues suchen, was dich scheinbar kurz glücklich macht. Aber statt so viel Energie und möglicherweise auch Geld und vor allem Zeit zu verschwenden, das im Außen zu suchen, lohnt sich mal die Schau nach innen. Weil da ist alles, was du brauchst. Genau. Und dann kommen wir in die Verbundenheit mit uns selbst und mit allen um uns herum und mit allem um uns herum. Weil nämlich alles verbunden ist und das hat die Quantenphysik schon längst bewiesen. Auch mit der Natur. Also ich habe in Berlin zum Beispiel eine krasse Verbindung zurück zur Natur erfahren. Also allein barfuß über die Wiese zu laufen. Also in dem Retreat, in dem psychedelischen Retreat. Ja. Genau, Bäume anzuschauen, keine Ahnung. Ich habe das immer belächelt, wenn er sagt, ja, geh doch mal einen Baum umarmen oder geh mal Wald baden. Ich so, ja, mache ich, klar. Aber tatsächlich ist es, wenn mal diese Filter verschwinden und du dich tatsächlich mal dahin gibst, plötzlich hörst du Ameisen laufen oder du hörst den Wind ganz, ganz weit weg in den Bäumen rascheln und denkst dir, sag mal, wieso höre ich das im Alltag nicht? Du hast eine ganz andere Verbundenheit und das alles, was sie jetzt auch gerade gesagt hat, was ich gesagt habe, das führt zu innerem Frieden und natürlich dann auch zu äußerem Frieden, weil das interessiert dich alles einfach nicht mehr. Was der sagt, was der anhat, ob der Nachbar seinen Rasen gemäht hat. Hey, wen interessiert's? Ganz ehrlich. Ja, ich empfinde das auch so, dass die Potenziale liegen auf jeden Fall schon in uns. Sie warten eigentlich nur darauf, aufgeweckt zu werden. Und ich denke auch, dass wir kulturell gesehen da auch schon weiter waren. In den 60er Jahren war das ja, glaube ich, schon Psychedelika, hat ja schon ihren Weg in die Psychotherapie gefunden. Ja, bis dann halt keine Reservisten mehr. Ja, aber gerade, genau, Thema Spaltung, kennen wir ja natürlich auch und ich glaube, das geht quasi jeder Bewegung oder Community, die vielleicht andere Meinung haben als andere und wie geht ihr mit Angriffen um oder
vorab vielleicht, welche Angriffe gibt es bei euch? Also was sind so die häufigsten Angriffspunkte? Naja, wir werden natürlich, man wird natürlich immer angegriffen. Jeder Mensch wird von irgendjemand kritisiert, der vielleicht selber gerne auch so weit wäre oder es irgendwie komisch findet. Es ist ja immer, wenn dich jemand kritisiert, dann ist es grundsätzlich immer erstmal das Problem desjenigen, der das tut, in dem Fall. Ne? Als ich beispielsweise mit dir damals ein schönes Telefonat hatte und über Neo dann euren Account abonniert hatte, kam dann direkt irgendeine Hassbotschaft von irgendjemand, der meinte, ja, ich komme jetzt nicht zu euch aufs Retreat, weil das geht ja gar nicht, Frieden total und bla. Und dann habe ich erstmal überhaupt eure Frieden Seite genauer angeschaut und dachte mir, was möchte denn? Dann habe ich ihn gefragt, was ihn denn gerade so triggert. Und dann ging es genauso weiter. Er war völlig im Angriff und wie man sowas teilen kann, und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und auch jetzt, zuletzt erst, wer meinen Instagram-Account kennt, der sieht mich, ich lebe jeden Tag und ich lebe gut und so, wie so wie es mir gefällt. Und da wurde ich auch angeschrieben von einer Dame, die, ich weiß nicht, was sie macht, Yoga oder sonst was. Dass sie das total schade findet, dass ich mich mit Alkohol ablichte, weil Alkohol ist ein Nervengift und ich sollte doch ein Vorbild sein. Und all sowas eben. Dann denke ich mir so, mag sein, dass es für sie jetzt sich so richtig anfühlt, was sie da sagt. Aber ganz ehrlich, man sollte schon authentisch bleiben und auch das Leben, was man eben ist. Mhm. Nur weil ich jetzt kein Batik-T-Shirt trage, ja, bin ich nicht weniger spirituell als andere. Oder nicht jeden Tag Yoga machst. Richtig. Mhm. Das ist etwas auch, was man wieder klassisch dieses im Außen, in Trennung und so weiter wahrnimmt. Hey, der sieht jetzt, der hat einen Anzug an, was soll ich denn dem glauben? Ich möchte den mit Wollsocken sehen und keine Ahnung was. Und dann glaube ich es ihm. Wieso geht es dem gut? Wieso fährt er ein dickes Auto? Der kann nicht spirituell sein, niemals. Das ist Bullshit. Du musst bei dir bleiben in dem Fall. Und ich glaube, du wurdest auch schon des Öfteren angefeindet, ne? Also bei mir war es so, ich habe ja ein spirituelles Zentrum gegründet in Frankreich und habe da nicht nur eigene Retreats gegeben, sondern auch Fremdretreats gehostet. Die kamen dann halt mit ihren Gruppen, mit ihren Themen, und ich habe schon immer so gelebt, wie ich bin. Also ich habe mich noch nie verstellt, so. Und ich habe immer für mich, also ich habe ja auch so früh diese spirituelle Erfahrung gemacht, dass alles eins ist und dass es schöner ist, sich selbst einfach zu leben, wie man ist, und sich nicht zu verurteilen. Dass man mich auch mal da, dass ich niemals auf die Idee gekommen wäre, dass man näher verbunden ist, also mehr in Verbundenheit ist, wenn man sich einen Turban aufsetzt, zum Beispiel, wie die Kundalini-Yogis. Oder nur wenn man, oder dass man spiritueller ist, wenn man mehr CO2 einspart. Also diese Verknüpfung habe ich halt nie verstanden, und deswegen habe ich so auch nicht gelebt. Und da wir uns sowieso unsere eigene Realität kreieren, also da das menschliche Bewusstsein über der Materie steht und wir Mind over Matter, habt ihr vielleicht schon mal gehört, gibt es auch viele quantenphysikalische Beweise. Also wenn ich doch diejenige bin, die Einfluss auf die Materie hat, und der Geist und unsere Schöpfung eigentlich eine geistige ist und keine organische, das ist auch schon bewiesen, das ist auch eines der hermetischen Gesetze. Wie kann ich dann die Materie so überbewerten und meinen, dass ich über den Weg der Materie dann zu Gott finde? Also das ergibt keinen Sinn. Ja, so. Das heißt, ich wurde angefeindet, weil ich mit einem Joint irgendwo gesehen wurde auf meinem Anwesen da, oder weil ich einen zu kurzen Jeansrock anhatte, oder weil ich Nutella gegessen habe. Zuletzt wegen deinen überaus sexuellen Motiven, die du bei diese Fotos von dir da kam. Wenn man zu erotisch ist, zum Beispiel, dann ist man auch nicht heilig. Ja? Also diese ganzen komischen Korrelationen gibt es da draußen in den Köpfen von angeblich spirituellen Menschen. Und das hat mich ziemlich erschüttert, muss ich sagen. Immer was, gell?
immer, es gibt da diesen Spruch, und wenn du übers Wasser gehst, dann sagen sie, und schwimmen kannst du auch nicht. Also es ist egal, wie du es machst, ja. Aber seitdem ich jetzt mit Psychedelika in der Öffentlichkeit bin, bin ich gar nicht angefeindet worden. Überhaupt nicht. Und zwar, ich glaube, aus folgendem Grund. Kann ja noch kommen, wer weiß. Aber ich gehe damit nicht in Resonanz, weil es mir absolut scheißegal ist. Ich bin so überzeugt davon. Und diese Kritik macht nichts mit mir. Die kann mir nicht schaden. Die kann nicht verändern, was ich bin. Und weil ich so dermaßen nicht in Resonanz damit gehe und das so gleichgültig ist für mich, ob ich angefeindet werde oder nicht, kommt auch niemand in mein Feld und versucht es. Und was wir auf den Retreats, was ich gerne den Menschen immer mitgebe, ist, das, was ihr jetzt erfahren habt, diese Einheit, diesen Frieden, wie schön das einfach sein kann, versucht doch einfach dieses Gefühl auf euer Umfeld zu übertragen. Nicht, dass ihr jetzt die Leute missionieren sollt, aber versucht in eurem kleinen Kreis anders zu wirken und es wird auch andere wiederum inspirieren, eben sich von solchen Dingen da nicht mehr so einfangen zu lassen. Ja? Von irgendwelchen Debatten, irgendwelchen Diskussionen, Gender, Emos, keine Ahnung, was es nicht alles gibt. Es gibt ja jeden Tag wird ja etwas Neues geboren, worüber man sich streiten kann, oder? Ja, und teilweise auch bewusst so initiiert. Ne? Ja, wir kennen das. Wir kennen das aus der Geschichte eigentlich und die Zeit ist reif, dass wir daraus lernen, weil wir gucken hin, wenn wir diese Dogmen haben und jemand sagt, pass mal auf, das ist der einzige Weg und wenn du da einen anderen Weg gehst, dann bist du falsch, dann bist du dies, dass du das. Da sind wir immer in ganz schwierige Situationen gekommen. Und ich spüre das auch, was du sagst, Isabel, dass da die Zeit reif ist, dass wir da neue Wege gehen. Wir haben jetzt auch Türme an, wir haben die Kriege, wir haben so viel Leid und von meiner Wahrnehmung, ich glaube auch an ein gewisses natürliches Gleichgewicht. Und dass jetzt die Zeit einfach reif ist, dass jetzt verschiedene Methoden, Möglichkeiten, Wege wir zur Verfügung haben, dass wir da eben rausgehen und das halt nicht mehr machen. Diese ganze Spaltung, diese ganzen Dogmen und dieses... Genau. Und ja, das ist auch ein Grund, warum wir uns jetzt auch diesem Thema immer mehr öffnen. Also privat beschäftigen wir uns schon länger auch damit, aber speziell natürlich in der Hochphase der Corona-Zeit hat das irgendwann so einen negativen Sog gehabt und man hat sich eigentlich nur noch über die Fehlleistung oder sonstige Korruption oder sonst was alles so schief lief. Und klar, wir haben das aus guten Gründen gemacht. Wir wollten aufrütteln, wir wollten aufklären und ja, aber irgendwann haben wir dann auch gemerkt, als es dann immer mehr wurde, dass das auch immer mehr auch auf uns abfärbte und ja, und auch immer mehr überlegt haben, was gibt es denn für Themen, die dann auch wirklich dann in die Heilung gehen und Themen, die uns weiterhelfen, Themen, die uns verbinden. Und ja, und dann sind wir quasi auf euch gestoßen. Und ja, wie kann ich mir das vorstellen in eurem Alltag? Habt ihr da auch, nehmt ihr auch selber an Retreats teil oder macht ihr selber eigene Sessions? Kann ich mir das vorstellen? Ja, klar. Ich möchte hier nochmal echt eine ganz besondere Wertschätzung an euch aussprechen, weil gerade ich war ja mit dem Simon vorwiegend in Kontakt. Und Simon hat ja auch schon erzählt, dass er noch keine Erfahrung hat mit Psychedelika. Und sich ohne Erfahrung diesem Thema so tiefgehend zu widmen und zu sagen, ich gebe anderen die Plattform, darüber zu sprechen, obwohl ich eigentlich gar nicht so richtig weiß oder weil ich noch bestimmte Fragezeichen offen habe oder eigentlich vielleicht gar nicht einschätzen kann, was das bedeutet. Aber du kannst es anscheinend, also du kannst es, ohne es erfahren zu haben, hast du da diese Offenheit. Und diese Menschen gibt es nicht oft. Also ich kenne auch ein paar, die wollen einfach von ihren Vorstellungen nicht abweichen und haben diese Mainstream-Glaubenssätze dazu im Kopf und würden mit Sicherheit nicht die Kamera aufstellen und reden lassen, ohne dass sie es nicht selbst erfahren haben. Und ich habe bei dir ganz schnell so eine Offenheit gespürt und das finde ich erstaunlich. Das wollte ich dir einfach mal sagen. Ja, weil, ja. Dann war deine Frage, wie wir privat damit umgehen. Also, auf den Retreats oder in den Einzelsitzungen kann es vorkommen, dass wir microdosen. Ja, das mache ich nicht immer. Das mache ich intuitiv.
Und man darf hier nicht vergessen, dass das Bewusstsein von dem Klienten sehr stark angehoben wird. Und es kann sein, dass es dann dein Bewusstsein übersteigt. Und wir müssen uns dann angleichen, ja? Weil sonst kommen wir teilweise nicht mehr mit und können dem Menschen nicht mehr genauso zur Seite stehen. Und deswegen ist das wichtig, auch teilweise, um den Mensch besser fühlen zu können, weil wir gehen in die feinstoffliche Ebene. Wir fühlen mehr Energien. Mhm. Wenn ich körpertherapeutisch arbeite, dann mache ich das intuitiv, aber die Menschen spiegeln mir wieder, du hast genau an den richtigen Stellen die richtigen Bewegungen gemacht, sodass das dann rausgekommen ist. Du hast mir das rausgezogen oder so. Ich habe das in dem Moment so, also gar nicht richtig stark wahrgenommen wie die Person, aber ich habe genau das Richtige gemacht. Und je mehr man microdosed oder je mehr man auch eigene psychedelische Trips hat, desto stärker verstärkt man ja die Neuroplastizität und auch die Dauer der Neuroplastizität im Gehirn und kommt einfach in positive Dominoeffekte, ja, Synchronizitäten, der Glaube an sich selbst, die Manifestationskraft, die sich einfach ganz, ganz natürlich entwickelt. Und dann brauchen wir irgendwann das auch nicht mehr, weil dann sind wir irgendwie wie so dauerhaft in so einem erhöhten Bewusstseinszustand. Genau, und dann deine Frage zu den Retreats, also ob wir noch Retreats besuchen. Also der Michael Niedermeyer, der andere Gründer von Neo, der besucht ganz fleißig ganz viel. Der möchte einmal selber stark weiterkommen. Der ist auch noch jünger als wir, der ist 32. Und der ist noch richtig unterwegs und möchte auch ganz viel dazulernen. Also der schaut, wie machen das die anderen? Was können wir vielleicht von denen lernen? Der ist total offen für Neues. Und und dann ganz privat, ich gehe jetzt nicht mehr auf Retreats, ne? Weil ich habe das Gefühl, ich habe in einem Retreat-Center gelebt 7 Jahre. So, ich habe so ein bisschen genug von anderen Retreats. Aber ich liebe unsere Neo-Retreats und die sind ja auch regelmäßig. Also wir lernen auch immer selber viel dazu und auch über uns selbst. Das ist eine fortwährende Entwicklung. Aber wo ich den privaten Einsatz in meinem Leben total wertschätze und nicht mehr missen möchte, ist im partnerschaftlichen Kontext. Wenn es darum geht, Gefühle auszudrücken, Unausgesprochenes mal an den Tag zu holen. Oder auch im sexuellen Bereich. Also ich bin ganz großer Fan von Tantra und Sex triggert Menschen extrem. Und wir haben da ein Riesenpotenzial, uns besser kennenzulernen im sexuellen Kontext und sich Emotionen wie Scham anzugucken und Selbstannahme. Und MDMA zum Beispiel, womit wir jetzt nicht in unseren Retreats arbeiten. Es ist keine legale Substanz in Deutschland, aber ich rede darüber trotzdem, weil so bin ich halt. Also das Interessante ist, dass wenn MDMA eingenommen wird, ein Hormon ausgeströmt wird, das auch beim Orgasmus ausgeströmt wird. Und das ist Prolaktin. Mhm. Und das haben Frauen vermehrt, die gerade stillen, in der Stillzeit und in der Schwangerschaft wird davon mehr und nach der Geburt mehr von ausgeströmt. Also auch wieder ein Mechanismus, der nicht fremd ist, den wir kennen. Ja? Also da wird mit körpereigenen Hormonen und körpereigenem Serotonin gearbeitet und davon haben wir einfach dann ein bisschen mehr. Und ja, der Sex ist sehr innig, sehr, sehr gefühlvoll, langsamer und unsere Sinne sind geschärfter. Und da kann es zu sehr heilsamen Erfahrungen kommen, die sich dann auch ohne MDMA übertragen lassen, weil man einfach einen Kreislauf durchbrochen hat. Ein Kreislauf der Blockade, der Selbstkritik, der falschen Selbstbeurteilung. Ja, auch wieder loslassen, gerade beim... Genau. Gerade beim Sex, dass sich da eben kein Programm jetzt abspielen muss, wie in irgendeinem Porno, dass da jetzt jeder seine Aufgabe hat und dann wird das vollzogen, sondern dass man sich eher so hingibt. Und ja, da kann MDMA natürlich Tore aufstoßen, ganz klar. Aber zu der Frage nochmal zurück, ob wir privat Retreats noch besuchen, ja und nein. Also unsere eigenen Retreats sind jetzt für mich beispielsweise auch wieder wie eine Retreat-Erfahrung, weil wenn du das, was du selber schon erfahren hast, weitergibst,
das ist ein ganz anderer Lerneffekt nochmal. Du therapierst dich quasi auch nochmal selbst damit. Mhm. Und mit jedem Male wird das viel, viel intensiver. Und was du vorhin angesprochen hast mit dem Microdosing, ich bin inzwischen so weit, dass ich hatte vor 2 Wochen, hat eine Freundin von mir eine psychedelische Einzelsitzung unternommen. Und ich habe sie dann am nächsten Tag besucht und sie war dann noch völlig im Rausch, völlig drin im Thema. Und ich habe den Raum betreten, habe mich zu ihr gesetzt und ich war binnen Sekunden selber wie auf LSD. Das heißt, ich habe das so sensitiv, so intensiv, also so stark wahrgenommen, dass ich das total aufgesogen habe und mit drin war. Und das ist eigentlich echt ein ganz anderes Level wieder vom Bewusstsein und von Sensitivität. Und sich das auch selber einzugestehen. Früher dachte man, ach, warum bin ich denn jetzt so sensibel heute? Oder warum fühle ich jetzt dies und das? Ja, jetzt weiß ich warum und kann da verstärkt in diese Richtung gehen. Das ist eigentlich sehr, sehr kraftvoll, das Ganze. Und zuletzt habe ich auf Isabels Retreat in Mexiko, da war ich als Betreuer dabei, aber habe dann die Ayahuasca-Session auch für mich genutzt, habe da auch teilgenommen und habe auch da jetzt mal mit Pflanzenmedizin Erfahrung gesammelt. Und auch das war extrem heilsam. Und ich bin jetzt nicht so der, der jetzt alle 2-3 Monate auf eine psychedelische Reise gehen muss, weil ich finde es viel, ich habe so viel erfahren, das möchte ich alles erstmal integrieren. Und zwischendrin unsere Retreats, wo auch wieder neue Erkenntnisse eben dazukommen. Wenn es wieder an der Zeit ist, dann spürst du es, dann hast du von innen irgendeinen Wunsch, das zu tun. So was bei Ayahuasca zum Beispiel. Das zeigt, ja. Weil es war gar nicht vorgesehen, dass ich daran teilnehme. Und im Laufe des Tages dann in Mexiko hat es sich für mich gut angefühlt und sage, okay, ich mache das jetzt mit. Ja. Und also es ist jetzt auch kein... Es ist nicht damit getan, dass man regelmäßig irgendwelche Retreats besucht. Du musst tatsächlich das integrieren. Das ist wie wenn man zum Physiotherapeuten geht, der zeigt dir 2-3 Übungen, aber dann bitte auch zu Hause machen und nicht erst 2 Wochen später wieder, wenn du dann wieder beim Termin bist. Das bringt nichts. Ja. Also ich fand es super gut, dass wir jetzt nochmal auch über Sexualität gesprochen haben, weil ich nehme das auch wahr und dass es eine große Kraft ist, die vielen auch nicht so bewusst ist, dass da gesamtgesellschaftlich auch viel in Bahnen läuft, die einfach, wo dieses Potenzial halt nicht entfaltet wird. Ich finde es schön, dass du da so offen drüber sprichst. Ich glaube, du hast auch mal gesagt in einem Beitrag, dass man den Raum irgendwie wahrnimmt und diesen Raum ist ganz viel Liebe und Sexualität. Also da merke ich sogar bei mir, dass mit Sexualität einfach gewisse Bilder kommen. Auch geframed, ne? Ja, aber die du nicht meinst, sondern magst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Also ist jetzt eine offene Frage. Ja. Also als ich da 3,5 Monate in der Essenz gebadet habe und frei von Ego war, und übrigens so viel Energie hatte, dass ich nur einmal die Woche schlafen musste. Daran habe ich gemerkt, wie viel Energie das Ego zieht, ja? Also die Angst letztendlich. Als ich da in diesem Raum war und so viel Liebe wahrnehmen konnte. Also die Liebe war wie die Luft, die man einatmet. Die war allgegenwärtig. Goethe hat ja auch mal gesagt, Liebe ist es, was die Welt im Inneren zusammenhält. Und genau das habe ich gespürt. Da war eine zweite Energie genauso präsent und das war die Sexualkraft, die Sexualität, die sexuelle Energie und die floss auch die ganze Zeit durch mich durch. Also ich war eigentlich dauerstimuliert auf eine gute, sanfte, nicht übertriebene Art und Weise. Die Orgasmen in dieser Zeit waren allerdings absolut gigantisch. Also diese können nicht verglichen werden. Diese waren Ganzkörperorgasmen und viel länger und viel. Das waren Arien. Also das kann man nicht vergleichen mit dem, was man so kennt. Hört sich schön an. Es gibt sogar Menschen, die können auf Psychedelika diese Zustände, diese Ganzkörperorgasmen bekommen, ohne zu ejakulieren zum Beispiel, ohne auch einen Ständer zu haben. Aber da aktiviert sich die Kundalini-Energie.
Und das merkt man meistens hier hinten im Rücken. Das fließt dann so langsam runter, Lendenwirbelsäule. Und dann verteilt es sich im ganzen Körper. Und dann merkt man richtig, wie der Mensch im ganzen Körper, also nicht nur im Genitalbereich, sondern wirklich überall, einen Orgasmus hat, einen nach dem anderen. Oder einen konstanten, das durchzieht oder einen dann so komplett von Kopf bis Fuß. Es ist einfach, wie wenn du in so einen Orgasmus-Pool springst und dann einfach nur von im Orgasmus drin schwimmst. Das gibt es halt mit genital nichts mehr zu tun. Das ist einfach da. Das ist ein Gefühl, das durchzieht dich wellenartig, aber auch verstärkt auch hier so im Magenbereich. Also Wahnsinn. Ja. Genau, und da ist mir so bewusst geworden, dass wir ja, also der Osho, der redet da auch sehr viel drüber, ganz toller Guru aus Indien, der mich sehr geprägt hat, auch in meiner Arbeit, und der sagt, dass die ganze Existenz sexuell vibriert. Warum? Weil sie sich nur durch Sexualität weiterentwickelt. Also ne, wir bestehen ja nur durch Sexualität fort. Das heißt, das muss so eine super starke Kraft sein, ja, die da vorherrscht und an die wir angebunden sind. Und in dieser sexuellen Energie sind wir sehr frei. Wir haben einen freien Selbstausdruck. Wir fühlen uns verbunden mit diesen Strömungen um uns herum. Und ich glaube, wenn wir diese Energien, Liebe und Sexualität, frei fließen lassen würden, genauso wie sie einfach kommen, wären wir frei von Neurosen. Und das ist auch die These von Wilhelm Reich und Freud und einigen anderen großen Psychoanalytikern und Gurus. Genau. Und deswegen hat die Kirche uns genau davon abgeschnitten, ne? Also die hat ja auf diesen Emotionen Schuld und Scham ein Imperium der Macht aufgebaut. Und am besten kann man uns versklaven oder kontrollieren und uns unfrei machen, wenn wir uns von Liebe und Sexualität abschneiden lassen. Wie heißt das? Kundalini oder Kundalini? Kundalini, weil ich habe das neulich irgendwo gelesen, da hat eine Frau hat gesagt, die Kundalini-Energie ist der Aufzug für spirituelles Wachstum oder irgendwas. Ja. Genau. Ein Aufzug, oder, würde ich sagen. Ja. Ja, richtig gut. Und Sexualität ist dann eine spirituelle Erfahrung, ja. Ja, da sollten wir viel mehr drüber reden. Ja, also richtig wichtiges Thema. Ja. Christian, ja. Ich hätte noch ein Ding dazu anzumerken, weil du hast ja vorhin gesagt, dass du jetzt nicht unbedingt so an monogamen Konzepten festhältst oder dass du da nicht so viel von hältst. Habe ich dich da richtig verstanden? Ich würde nicht sagen, dass ich davon nicht viel halte. Oder dass es halt nicht funktioniert. Aber wenn es gezwungen, wenn es gesellschaftlich uns auferzwungen wird oder wenn ein Partner von beiden das voraussetzt, dann glaube ich, kann es schwierig werden. Ich glaube aber auch, dass tiefe Verbindungen, die für eine Weile konstant bleiben, ganz wichtig sind, um tiefer gehen zu können. Also deswegen glaube ich, dass der Mensch beide Phasen braucht, aber so, wie er es gerade fühlt und das, was gerade dran ist. Also meine Erfahrung in dem Kontext, ich war jetzt nicht immer unbedingt monogam, kann man auch zugeben, muss man auch dazu stehen und loslassen von der Scham, die damit anhaftet. Ist das, wenn du in dieses andere Level von Sexualität kommst, also nicht dieses Programm Schema F, sondern ganz anders Ego-Sex mit Zeit, ist manchmal genannt. Ego-Sex, ja, ins Fühlen kommst, in dieses Langsame und dich darauf einlässt, und das hat auch bei mir extrem gedauert, aber wenn du dich da mal drauf einlässt und da mit jemandem auf diesem neuen Level mal Sex hattest, dann bist du gar nicht mehr so sehr gewillt, jetzt jede flachlegen zu wollen, weil du einfach diese Erfahrung wieder haben möchtest und nicht diese andere Erfahrung. Das langweilt dich mit der Zeit. Und da findest du sogar eher zurück zu einer Monogamie, wenn auch vielleicht zeitlich begrenzt. Und bist nicht mehr in diesem, ich muss jetzt die und da meine Listen abhaken und muss mit möglichst vielen Frauen geschlafen haben. So meine Erfahrung damit. Ja. Du hast jetzt die Kirche angesprochen, ja? Also vielleicht können wir das, finde ich gut, dass du das
wir machen hier Real Talk. Und kurz zu dieser Doku nochmal, es gibt diese Netflix-Doku, eben Veränder dein Bewusstsein. Und da, wir haben es hier und da schon so ein bisschen angerissen, aber es gab es natürlich Versuche auch, ja, wo man geguckt hat, wie kann man Substanzen halt nutzen, um dann zum Beispiel halt auch Soldaten irgendwie zu besseren Soldaten zu machen oder so. Das hat natürlich nicht funktioniert, ja. Also die hatten dann keinen Bock mehr, irgendwie in den Krieg zu ziehen und sowas. Und das ist... Die hatten Spaß. Ja, um halt auch nochmal sich bewusst zu machen, wie werden halt Dinge instrumentalisiert, ja. Wo werden Dinge freigegeben, wo wird dann auch gesagt, okay, da... legen wir jetzt vielleicht mal auch lieber eine Blockade davor und schauen, dass es nicht weitergeht. Also ich denke, das dürfen wir uns auch immer bewusst machen, dass diese Kräfte wirken und wie wir damit umgehen. Und drum vielleicht da noch anschließend die rechtliche Situation. Wie entwickelt sich das gerade? Können wir da jetzt hoffnungsvoll sein, dass sich das weiter öffnet und wir da mehr Hoffnung haben dürfen? Also Amerika ist ja oft ein Vorreiter. Und wir sehen, dass einige Staaten die Therapie mit Pilzen schon genehmigt haben. Oregon und Colorado und Kalifornien dauert nicht mehr so lange, wie es aussieht, wenn man die Entwicklung da beobachtet. Genau, das ist ein Meilenstein, das ist gigantisch. Die Johns Hopkins Foundation hat momentan 17 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um Psychedelika-Forschung und Bewusstseinsforschung zu betreiben. Das sagt auch ziemlich viel, finde ich. Und die sagen, sie machen es zum Gedeihen der Menschheit. Wir sehen auch hierzulande auf den Covern der großen bekannten Magazine, dass dieses Thema dem Mainstream zugänglich gemacht wird und dass es salonfähiger wird. Die Charité forscht schon länger, hat viele Pilotstudien. Mit Ketamin wird sehr viel gearbeitet. In der Schweiz gibt es einige Therapeuten, die Lizenzen haben, um mit Psychedelika zu arbeiten. Sie müssen aber beweisen können, dass die Personen therapieresistent auf andere Methoden reagiert haben und nicht auf Psychopharmaka reagieren oder die Nebenwirkungen zu unerträglich sind. Genau, also da tut sich auf jeden Fall viel. Und in Deutschland ist es so, dass wir jetzt diese Derivate haben. Die sind molekular so verändert, dass sie nicht mehr in die reine LSD-Klasse zählen. Und in Holland kann man mit den Derivaten arbeiten. Also die erlauben das. Das ist okay. In Deutschland kann man es kaufen, die Arbeit damit. Zu Forschungszwecken ja. In einem anderen Kontext ist es noch eine Grauzone. Wir haben aber in Deutschland immer mehr Menschen, die auch schon jahrelang mit Ayahuasca und Psilocybin arbeiten, das nicht so ganz an die große Glocke hängen, aber auch nicht einkassiert wurden. Ne? Also in Spanien zum Beispiel wird ganz viel damit gearbeitet, in Mallorca zum Beispiel. Also einige Staaten kümmern sich nicht, die verfolgen das strafrechtlich nicht so doll. Ja? Also wir sind in einer besseren Position als noch vor vielen Jahren, ja, deutlich. Spiritualität, ja, da versuche ich erstmal die Schneise jetzt zu schlagen. Oder grundsätzlich gefragt, seid ihr spirituelle Menschen? Ich vermute mal ja. Und habt ihr noch andere Rituale oder Praktiken für euch selber, die ihr im Alltag anwandelt? Ich glaube, dass wir alle spirituelle Wesen sind, mehr oder weniger bewusst, weil wir einfach alle in das Gleiche eingebettet sind. Und alle das Gleiche sind. Und neben Psychedelika finde ich an Methoden sehr, sehr wirksam. Vipassana, Schweigemeditation, kann man klassisch durchführen oder nicht klassisch oder modern. Gibt es ja viele Varianten mittlerweile. Tantra habe ich schon erwähnt. Körpertherapie, zum Beispiel die Grinberg-Methode, die kann auch Spannungen aus dem Körper rausholen, Energien, Emotionen, durch Triggerpunktarbeit. Dann Meditation natürlich. Nummer Meditation. Eins, glaub ich, ja. Meditation. Mhm. Ja, Meditation, oder? Ja. Tanzen. Tanzen, ja, ich tanze auch gerne.
ich gehe gerne feiern und am besten zu elektronischer Musik und da muss ich nicht mal irgendwie was getrunken haben oder sonst was. Da kann man sich total reingeben und Hypnose, es ist sehr, sehr befreiend. Hypnose. Ja. Ich für mich habe für mich Meditation entdeckt, aber nicht dieses klassische, ich sitze jetzt da und keine Ahnung, sondern einen eigenen Weg gefunden mit bestimmten Playlists von ganz ruhiger Musik, Augenklappe, Räucherstäbchen, ganz wichtig, mit so einem mexikanischen Geruch, Copal nennt sich das. Und wenn ich das, die Musik einlege, die Augenbinde aufhab, dieses Räucherstäbchen an ist und ich mich dann auf mein Yogakissen setze oder knie, je nachdem, dann dauert es nicht lang und ich bin einfach völlig weg. Und ich verharre auch nicht im Stillen, sondern ich bewege mich so, wie es der Körper gerade will, wie gerade die Wirbelsäule sich entspannt. Und es, wenn dann vielleicht jemand von außen das sehen würde, der würde denken, okay, was stimmt nicht mit diesem Jungen, weil manchmal hänge ich dann schief da oder so. Aber was da passiert in mir, das ist unglaublich. Du willst gar nicht mehr raus. Und das ist extrem wirkungsvoll für mich. Atmung noch, ne? Breathwork. Genau, das habe ich vergessen. Das geht ja einher damit. Also mit, sei es jetzt in der Meditation oder auch in Situationen, die dir Angst machen. Oder früher habe ich dazu geneigt, in Stresssituationen zu hyperventilieren. Habe dann immer so eine Tüte dabei gehabt, um da wieder runterzukommen, weil ich hatte einen sehr stressigen Job. Ja, bewusstes Atmen, immer in so Dreier Schritten, kann auch sehr, sehr viel bewirken. Wenn ich jetzt an andere Methoden noch denke, ohne jetzt Psychedelika zu nehmen oder ein Retreat zu besuchen, dann habe ich in Mexiko eine unglaubliche Erfahrung mit Floating gemacht. Ja. Da waren wir in einer Lagune, Süßwasserlagune, mit so einem Facilitator, der, wie nennt man das, Watsu, Floating, wie auch immer. Watsu, ja. Da wirst du kriegst du so Schwimmflügel angezogen und dann wirst du durchs Wasser getragen. Und das ist unglaublich, weil du liegst im Wasser und dann ist es befremdlich, weil es kommt erst Wasser in dein Ohr, dann in deinen Mund, dann musst du die Atmung so regulieren, dass du damit im Einklang bist. Das dauert ein bisschen und dann wirst du durchs Wasser gezogen, gegleitet, gekrümmt, gequetscht, alles Mögliche. Und wenn das Vertrauen da ist, wirst du auch getaucht. Und zwar bis zu einer Minute lang wirst du durchs Wasser gefloatet. Und was da bei mir passiert ist zum Beispiel, es war unglaublich. Da haben sich, wie wenn du so in so einer Salatschleuder Wasser sammelst irgendwo in der Ecke, da hat sich bei mir ganz viel Negativität hier angesammelt, im Zwerchfellbereich. Und ich war schon so richtig so steif quasi davon. Und als wir dann fertig waren, ich konnte nicht mal mehr stehen. Das heißt, die haben mich dann aus dem Wasser rausgehievt. Und dann habe ich circa 40 Minuten lang dieses Gefühl da versucht rauszuatmen. Und bei jedem Ausatmen hat die ganze Region da gezittert. Also auch für den Facilitator war das sehr, sehr neu, was da wohl passiert ist. Aber für mich war das extrem, extrem wirksam. Oder wenn wir jetzt bei Mexiko sind, Schwitzhütten, Temazcal nennt sich das, so einer kleinen dunklen Kuppel. Da ist in der Mitte eine Aussparung, da werden dann glühend heiße Lavasteine reingeworfen, rituell, ne? Da werden auch Kräuter verbrannt. Du hast davor gewisse Segnungen oder Wünsche, die du aussprichst, ins Feuer. Und da wird sehr, sehr viel Hitze erzeugt mit Aufgüssen. Du sitzt da im besten Fall nackt mit verschiedenen Menschen zusammen und da wird gesungen, gesummt. Durch diese schmale Kuppel hast du eine ganz, ganz krasse Akustik. Das heißt, wenn ich summe, dann ist es so laut da drin und das ist eine unglaubliche Erfahrung. Also man sagt, das ist die Erfahrung, wie du sie im Mutterleib mal hattest. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man tun kann. Also zum Beispiel Michael und die anderen Jungs, die waren Eiswandern. Da läufst du in Stiefeln und Shorts, ansonsten nichts. Einfach in Polen bei Minusgraden einen Berg hoch. Ja. Also auch das kann sehr, sehr heilsam sein. Und du hattest ja Spiritualität angesprochen. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich will es jetzt auch nochmal loswerden. Um spirituell zu sein, oder wie soll ich sagen, oder wir nennen uns so moderne Hippies, musst du nicht zwingend wie einer aussehen. Das hast du im Herzen. Du musst nicht dich verkleiden als spirituelle Person oder als Hippie. Das ist entweder da oder es ist nicht da. Du kannst dich sonst wie verkleiden. Wenn du es nicht bist, dann bist du es nicht. So ist es halt.
Fällt dir noch was dazu? So ist es, ja. Ich finde schön, dass das mal ausgesprochen wird vor einer Kamera. Richtig schön. Ja. Richtig schön. Also wir haben viel über das Fühlen gesprochen heute und so wie ich deinen Beitrag bei Facebook gefühlt habe, so kann ich das, was ihr sagt, heute auch hier fühlen und darum herzlichen Dank, dass ihr hergekommen seid. Es fühlt sich richtig gut an. Also vielen herzlichen Dank. Ich von meinem Gefühl her, gerade fühlt es sich rund an, aber wir haben überhaupt keinen Zeitdruck oder irgendwas. Also wenn jetzt niemand mehr was sagen will, dann würde ich jetzt nochmal in die Richtung kommen, dass wir natürlich jetzt mal nochmal drüber sprechen, wie wir euch erreichen. Was ist die Homepage? Wenn jetzt die Zuschauer zu Hause sagen, hey, ich will dabei sein, dann was kann ich dann machen? Moment, ich musste gerade selber nachdenken. Ist es eigentlich immer noch die Info-Ad oder die Booking? Ich weiß es gerade selber nicht. Ich würde die Website nennen. Einfach die Website nennen, ja. Okay. Wie lautet die nochmal? neo-retreats.nl. neo-retreats.nl. Und wir sind auch bei Instagram. Wir haben auch viele Beiträge bei Instagram. Wir haben Interviews. Wir stellen unsere Teams vor. Wir haben viele Beiträge zu dem Thema. Wir teilen auch News über Psychedelika weltweit in Englisch und Deutsch. Also da auf jeden Fall auch mal vorbeikommen. Genau. Richtig gut. Und wir verlinken das natürlich wie immer. Ist eh klar. Ein Thema habe ich jetzt noch. Wenn ich jetzt ein Retreat machen möchte und ich habe nicht ganz die Kohle dafür, habt ihr da auch die Möglichkeit irgendwie für Menschen, weil es ist natürlich auch ein Thema, jetzt vielleicht sind dann Leute zu Hause und sagen, ja, okay, wie mache ich das finanziell? Da möchte ich sehr gerne was dazu sagen. Ja. Genau, das ist nämlich ein Riesenthema, was auch mich immer bewegt. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Menschen, die sich jetzt nicht zwingend so ein Retreat sofort leisten können. Nichtsdestotrotz brauchen wir gewisse Summen als Ticketpreise, weil es steht sehr, sehr viel Aufwand dahinter. Allein die Locations kosten ein Vermögen. Ja. Nichtsdestotrotz, Personal, ja, es ist alles. Ja. Es ist sehr, sehr mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden. Was wir anbieten, ist natürlich Ratenzahlung. Klar, man kann in Raten bei uns bezahlen. Was wir aber auch machen, ist, wir haben ja ganz viele Partnerfirmen, wir haben auch eigene Firmen. Wir geben anderen Firmen die Möglichkeit auch zu donaten. Das heißt, beispielsweise du hast jetzt nicht das Geld für einen Retreat, dann werden Teile deines Tickets oder können Teile deines Tickets übernommen werden durch eine Spende einer anderen Firma und man kann dir dann trotzdem diese Reise eben ermöglichen. Ich finde das sehr, sehr wichtig, weil gerade die am wenigsten Geld haben, dann meistens in dieser Krankenkassenspirale enden, die dann wieder im Psychopharmaka endet und einfach der Beginn eines Albtraums ist für viele. Nicht für alle, aber für sehr viele. Und unser langfristiges Ziel ist es auch, dauerhaft eine eigene Location zu besitzen, um dann eben andere Tickets eben oder andere Preise aufrufen zu können. Hier geht es erstmal nicht vorwiegend ums Geldverdienen, das machen wir in unseren anderen Firmen. Hier ist es wirklich eine Herzensangelegenheit. Und wir möchten das so vielen Menschen wie möglich nahe bringen, dieses Thema. Ja. Und wir haben auch ein Charity-Projekt vor, vielleicht schon nächstes Jahr, mal schauen. Da wollen wir uns auch mit unseren Mitbewerbern zusammentun. Und wir werden auch ein Psychedelic Summit übrigens definitiv nächstes Jahr an den Start bringen. Also so einen kleinen Kongress auch mit unseren Mitbewerbern. Und ein paar spannende Menschen reden lassen. Also mein Supervisor zum Beispiel, also bei dem ich Supervision mache, das ist ein Therapeut, der 40 Jahre in Köln mit Psychedelika gearbeitet hat, obwohl er offiziell die Therapeutenzulassung hat, hat er also riskiert, die zu verlieren und hat 40 Jahre lang im Untergrund diese Sitzungen durchgeführt. Und der ist extrem erfahren natürlich. Genau, und so Leute können dann sprechen und andere Bekannte auch, die mehr in der Öffentlichkeit sind.
Und zwar ist dieses Charity-Projekt, also das war jetzt der Psychedelic Summit, ja, also wir wollen einfach für mehr Präsenz in der Öffentlichkeit sorgen, aber dieses Charity-Projekt richtet sich an einkommensschwache Eltern, ja, die nicht die Möglichkeit hätten, an so einem Retreat teilzunehmen. Ich bin selber Mutter und ich weiß ganz genau, dass wir Eltern viel bessere Eltern sein können, wenn wir unsere eigenen Themen bearbeitet haben. Und ich habe auch gemerkt, wie leicht es ist, Unbewusstes oder wie leicht es passiert, einfach unbewusste Dinge fortzusetzen, einfach weil es in uns ist. Und das ist super gefährlich und mir tun Kinder einfach wahnsinnig leid. Und ich fühle da ganz stark mit. Und deswegen würden wir gerne so einen Retreat ermöglichen zum Selbstkostenpreis. Also das Retreat kostet dann ein paar hundert Euro anstatt das, was es jetzt kostet. Und mal schauen, wie viel wir davon finanziert bekommen. Also wenn wir ein eigenes Zentrum haben, dann kann es noch günstiger sein und so wahrscheinlich zum Selbstkostenpreis. Es wird dann jeder umsonst an diesem Tag arbeiten oder an diesem Wochenende. Ja. Das Coaching-Team arbeitet umsonst natürlich dann. Ja, klar. Also wir brauchen dann einfach nur die Kosten für die Location, genau, für das Essen, so, genau, ja. Richtig gut. Wir halten euch auch da auf dem Laufenden natürlich und versuchen da natürlich dementsprechend die Beiträge zu teilen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir verlinken die Webseite, Instagram, dein Facebook-Account auf jeden Fall auch nochmal und so. Und von meiner Seite auch nochmal, also herzlichen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so ausführlich und so spannend auch über das Thema berichtet habt. Also ich glaube, auch wenn ich schon so ein bisschen Vorerfahrung hatte und wir beide jetzt auch uns im Vorfeld ja ein bisschen informiert haben, das war wirklich mega spannend und ich freue mich da auf jeden Fall mehr von euch wahrzunehmen, vielleicht auch irgendwann mal an so einem Retreat teilzunehmen. Ich hoffe, du bist dann auch dabei. Ich hab Bock. Ich habe auch Bock. Seit heute, würde ich sagen, ja. Ja, und ja, bleibt nur noch zu sagen, also ja, weiterhin viel Erfolg mit dem, was ihr macht. Und ja, nochmal danke, dass ihr hier wart. Danke euch. Ja. Vielen Dank. Danke für eure Offenheit zu dem Thema. Vielen Dank.